Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von League of Legends. Ich brauche Items. So, ich spiele Shyvana im Jungle. Mit dabei haben wir LeBlanc auf der Midlane, Blitzwing Support, Jinx als AD Carry und Gangplank auf der Toplane. Das wird schon irgendwie. Gegnerteam haben wir Nidalee auf der Midlane, Xinzao auf der Toplane, Kalista AD Carry, Syndra Support und Elise im Jungle. Ja, ich weiß nicht, wie das läuft. Ich hoffe einfach mal, dass das nicht ganz so schlecht läuft, wie ich befürchte. Was ist das? Cool, ich bekomme überhaupt keinen Pull. Thank you for no Pull. Nice. Alter, ey. Da bekomme ich einfach keinen Pull. Dankeschön, Botline. Ihr seid echt nett. Es läuft richtig geil. Ich hoffe einfach mal, dass die Toplane nicht zu sehr verkackt, weil der Gangplank, der macht mir echt Sorgen. Ist recht, weil es ist Xinzao. Das ist Xinzao. Da muss man aufpassen. Ich finde es wenigstens gut, dass Shyvana kein Mana hat. Ansonsten wäre ich richtig am Arsch. So. Wenn wir hier alles drauf machen. Das Einzige, was Shyvana halt behindert, ist erstens, dass sie ziemlich viel Leben verliert und, ja, was sie nicht behindert, ist, dass sie halt keinen Mana hat. Also die Cooldowns, die behindern sie noch. Bats in your face. Ich glaube, Warden, ganken werde ich erst mit Level 6. Einfach, damit ich ein großer, starker Drache bin. Und dann schön die ganzen Lanes ganken kann. So, und jetzt gehe ich Top Lane. Ja. Komm. Sehr schön. Da dachte ich eigentlich noch, der kommt weg, weil der hat geflasht. Aber, haha, easy. Ja, als Jungler gibt man nämlich die Kills ab. Und das habe ich jetzt gemacht. Mhm. LeBlanc. Bitte, komm. Fuck, schaffe ich den überhaupt? Ja, ich habe Smite. Ich glaube, Botlane könnte ich ganken. Scheint, als ob sie gewardet hätten. Ja, da liegt auch ein Ball. Weil sie hat Balls of Steel, haha. Stirb. Stirb, du Bench. Rap-Buff. Ich bin da. So, komm. Nice. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich der Flame von Xinzao so. Oh, der Babysit, look at you. You can't win your lane. Solo. Ich finde das sogar immer bei diesen Teamplay-Games, wo die dann immer so flamen. Oh mein Gott, der kriegt Hilfe und ich nicht. Und dann flame ich halt die Gegner, weil das ist ja richtig noobig. Ach ja. Teamplay ist alles. Ist der Rap-Buff da? Nee, ist er nicht. Schade. Oh, stimmt. Elise ist Toplane. Nice. Dann kann ich mir mal hier die Dingies nehmen. Mist, die sterben alle. Okay, ich wollte eigentlich Counter-Jungeln. Aber egal. Egal. So. Jetzt könnte ich hier kommen. Na komm. Shit, okay. Der Flash von mir gerade war richtig witzlos. Oder? Ja, shit, okay, gut. Der Flash war scheiße. Jake. Der Flash von mir war useless, aber, ich glaube, das kann man entschuldigen. Oh. Nein. Ja, sehr nice. Da habe ich sie. Na komm, stopp. Okay, Botlane Tower ist weg. So, diese. Na komm, stopp. Okay, Botlane Tower ist weg. So, die sind da. WTF, ernsthaft? Okay, hier habe ich jetzt ein bisschen Angst. Oh, fuck. So. Sehr nice.
Oh fuck. Oh, oh, oh. Aber ich hab Smite. Nein! Verdammt. Nein. Ah, shit, komm. Blitz. Good job. Na, jetzt muss ich auch mal aufpassen, die LeBlanc. Nein! Da. Naja. Lego Drake. Was? Der Drache macht jetzt den Drachen. So, ich habe 640er Smite. Sehr nice. Der Drake ist unser. Sehr nice. So. Ach, dieses Game macht mir immer wieder Spaß. Der Drache wird entfesselt, hä? Ja, so macht man das. Oh, shit. Mist. Kommt, Jan, kommt nicht. Oh. Nein! Oh Gott. Das Flash schon wieder. Ja, okay, die entkommen nicht. Nein. Oh, GG. Ah, shit, die entkommt. Ja, die LeBlanc ist halt der Feeder, aber es ist halt so. Aber naja, ich meine mal so, es können nicht alle einfach gut sein, ne? Es muss einfach immer einen Feeder geben. Ob im Gegnerteam oder in unserem Team, es muss sie einfach überall geben. So, und jetzt werde ich wahrscheinlich gegen Xinzao sterben. Oh Gott. War ein nettes Game. Wenn es dir gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Tschüss.